riesige Schlangen vor den Türen, denn alle wollten sie mitfeiern bei der größten Party der Stadt. Die diesjährige Ersti-Party in der Säulenhalle des Uni-Hauptgebäudes. Bevor es losging, hieß Rektor Vormann die Neuankömmlinge erst einmal willkommen. Wir haben ein Motto für Sie. Passen Sie auf. You never get a second chance to make a first impression. Deswegen haben wir Sie auch heute eingeladen, weil Sie sollen einen guten Eindruck machen. Und wir wollen einen guten Eindruck auf Sie machen. Das ist jedenfalls unsere Absicht und freuen uns, dass wir Sie hier heute willkommen heißen können, um Sie kennenzulernen. Und wer die Uni ein wenig besser kennenlernen wollte, konnte sich an den Infoständen vor dem Hörsaal informieren. Doch damit nicht genug. Es gab außerdem noch das ein oder andere Begrüßungsgeschenk. Oh, jede Menge Kugelschreiber, Blöcke, was man so als Student braucht. Als dann alles wieder gut verstaut war, wurde die Party eröffnet mit Sekt, O-Saft und Tanz. Die Irish Folk Tanzgruppe des Hochschulsports hatte die Ehre des ersten Tanzes. Nun war die Tanzfläche offiziell eröffnet und der DJ heizte den Erstis mit seinem Mix aus Charts und Klassikern mächtig ein. Perfekt, um Kommilitonen kennenzulernen. Schließlich kommen die Erstis aus der ganzen Bundesrepublik. Ich komme eigentlich aus Dormagen, aber ich wohne jetzt in Bonn. Heidelberg. Und du? Aus Nürnberg. Aus Ostfriesland. Berlin. So unterschiedlich die Heimatorte sind, so unterschiedlich sind auch die Beweggründe der Erstis. Ich studiere jetzt Agrarwissenschaften und will später in die Richtung Landschaftsnutzung und Naturschutz gehen. Und das ist halt die beste Möglichkeit. Weil das eine gute Uni ist und gut für Geowissenschaften und nicht so weit weg von zu Hause. Köln ist mir zu groß und zu hässlich. Und Bonn ist so schön mit der Altstadt. Das finde ich schön. Besonders ja auch die guten Essmöglichkeiten. Ja, in Bonn ist auf jeden Fall viel los. Ich verspreche mir auf jeden Fall viel von der riesigen Kneipenszene und so. Und Kultur ist auf jeden Fall ohne Ende in Bonn. Also mir gefällt es sehr, sehr gut in Bonn. Top! Die wichtigste Frage darf natürlich an einem solchen Abend nicht vergessen werden. Wie finden die Erstis in die Party? Heute ist cool. Ich hätte nicht erwartet, dass es so eine coole Party ist. Man lernt hier neue Leute kennen, ja. Das ist wirklich gut. Anfangs war es ein bisschen nicht viel los, aber jetzt sieht man ja, sehr viele Leute da und es ist lustig. Die Party ist einfach nur super. Na dann mal noch viel Spaß beim weiteren Feiern und viel Erfolg im Studium.